sehen. Wir freuen uns, dass so viele hierher gekommen sind, um diese Dance-Demo hier mit uns zusammen zu organisieren. Und wir, das ist der Verein und die Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit und der gesamte organisierte Sport. Heute sind hier ganz viele Menschen aus Sportvereinen, aber auch aus anderen Organisationen hergekommen. Vielen, vielen Dank für eure Mithilfe, dass es hier eine wunderschöne, runde Aktion wird. Wir veranstalten das zum 5. Mal hier vor dem Brandenburger Tor, um von hier aus unser Zeichen zu senden gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Und zum 5. Mal ist unsere Frauensenatorin Dilek Kolat unsere Schirmherrin oder besser gesagt Schirmfrau. Und heute darf ich hier zu einem Grußwort begrüßen die Staatssekretärin für Frauen in Berlin, Barbara König. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Vielen Dank, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, liebe Frauen und Männer aus allen Teilen Deutschlands und aus der ganzen Welt. Ich freue mich sehr, euch und Sie hier heute zu begrüßen an unserem Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor. Zum 5. Mal tanzen wir und zeigen Stärke gegen Gewalt. Vor gut 2 Monaten an Silvester haben hier ungefähr 1 Million Menschen gestanden und fröhlich Silvester gefeiert. Leider gab es 23 sexuelle Übergriffe an Frauen und Mädchen. Also das sind die, die uns bekannt sind, die angezeigt wurden. Liebe Frauen, das sind 23 Übergriffe zu viel. Wir wollen 0 Übergriffe, wir wollen keine Gewalt an Frauen. Und die Übergriffe in Köln an Silvester 2015 haben, wie Sie wissen, dazu geführt, dass wir ein schärferes Sexualstrafrecht haben, dass Belästigung endlich auch strafbar ist. Dazu geführt, dass man sich bei Vergewaltigung nicht mehr körperlich wehren muss, sondern das heißt, wenn eine Frau sagt, nein heißt nein. Nein heißt nein ist deshalb auch eine Kampagne des Berliner Senats. Wir haben in allen Sprachen haben wir Informationsmaterialien gemacht und werden das weiter fortsetzen. Und ich ermutige alle Frauen und Mädchen wirklich auch Straftaten zur Anzeige zu bringen. Die Berliner Polizei ist ja heute hier, die ist da sehr sensibel. Macht das, aber wenn ihr dennoch betroffen seid, sucht euch auch Hilfe, Schutz, Beratung. Hier sind viele Organisationen und Einrichtungen, die das in Berlin anbieten. Da sind wir stolz drauf. Ich will nur 3 nennen. Das ist LARA, die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. Das ist aber auch natürlich Terre des Femmes, das ist Wildwasser. Das ist auch FRIDA gegen Cybergewalt, Cybermobbing, liebe Frauen, ist nämlich auch Gewalt. Das wollen wir auch nicht. Ja, und zuletzt will ich nur noch mal sagen, wir sagen Nein heißt Nein. Wir sagen Nein zu Zwangsverheiratung. Wir sagen Nein zu Genitalverstümmelung. Wir sagen Nein zu jeder Gewalt. Und wir sagen das in allen Sprachen. Und welche Sprache ist universell? Das Tanzen, die Musik. Insofern, wir haben es schon mehrfach erprobt. Ich habe auch gern mitgemacht. Lasst uns heute tanzen, Spaß haben, Stärke zeigen und für ein gewaltfreies Leben in Berlin, aber überall auf der Welt. Danke.